So, da sind wir zurück beim Mineral Park. Wir müssen erreichen, Parkwert von, Verkehrswert von 10.000 bis Ende Oktober Jahr 2. Wir haben aktuell 11.000 und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Im September 29 Grad hier gerade gemessen. Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Diese Temperatur, ein bisschen was haben wir schon gebaut. Wir haben hier allerdings auch nicht so die große Latte Platz, würde ich sagen. Das ist eher ein kleiner Park. Das ist so, wenn ich mir so die Gesamtfläche angucke. Dann ist das vielleicht so ein Zwölftel, grob geschätzt, weil das ist ungefähr so. Die Fläche kommt ungefähr hier nochmal hin und hier vielleicht nochmal, na gut, nicht ganz hier zweimal hin, aber so ungefähr vielleicht so ein Zwölftel, vielleicht auch ein Zehntel von der Gesamtfläche könnte das ja schon sein. Man könnte es jetzt natürlich auch ausmessen, wenn man Langeweile hat. Das sind, wie steht denn das hier? Achso, 10.780 Quadratmeter. Ja, jetzt wisst ihr, wie breit die Gesamtfläche ist hier. Könnte man das ausrechnen, aber ja, komm. Ist jetzt Wurst. So, was sagt die Erforschung? Ach ja, der Freefall Tower kam. Genau, wir haben schon ein paar Attraktionen gebaut. Hier hinten sind unsere ganzen Wasserattraktionen auf einem Haufen. Da haben wir Witz, Gag und Joke. Einfach nur deshalb, weil das so ganz kurze Bahnen sind. Ich zeig's auch einfach gern nochmal. Hier sieht man es, aber trotzdem kommen gut an. Bloß bei Gag ist irgendwie keiner dabei. Ich würde einfach sagen, das wäre ganz... Ja, doch ein paar Leute gehen schon rein. So, erstmal den Freefall Tower. Ich glaube, das ist eine Trennung mit Action-Ecke. Das geht hier schlecht, würde ich sagen. Wir machen jetzt noch ein paar Leute. Wir bestimmen noch ein paar Leute ein, die ja für Ordnung und Sauberkeit sorgen in dem Park. Ja, ein Level, was früher mal ein Bergwerk, ein Tagebau war. Gut, ein Tagebau ist ja im Prinzip auch ein Bergwerk. Oder ist ein Tagebau auch ein Bergwerk? Ist ein Bergwerk auch ein Tagebau? Man weiß es nicht. Da muss man mal vorsichtig sein. Nicht, dass man jetzt hier irgendwie Leute aus dem Ruhrpott mit dieser Unwissenheit beleidigt. Ist da der Mülleimer kaputt oder sieht das nur so aus? Nö, der ist ganz. Das sah jetzt nur gerade so aus hier. Okay, ja, der Verkehrswert, der sinkt natürlich. Und jetzt steigt er so ein bisschen. Könnt ihr mal gucken, ob wir rausfinden, wie der Verkehrswert berechnet wird. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Gucken wir mal. Und das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was... das auf Deutsch heißt. Ist es vielleicht die Company Value? Ja, es müsste die Company Value sein. Besuche äußern nicht, dass der Eintrittspreis wieder günstig ist. Ach so, genau, der Verkehrswert, das ist die ungefähre gesamte, der gesamte Wert aller Objekte im Park, die mir gehören. Sozusagen. Nee, Moment, Company Value is not included in any scenario goal. Hä? Okay. Warte mal, kann ich hier irgendwie... Ich dachte, es gibt irgendwie Sprache Englisch, dass man mal sieht, was das heißt hier. Verkehrswert. Hm. Achso, warte mal, das ist doch, ich kann doch einfach das Level Mineral Park
Ja, CT, jetzt also passiert natürlich nicht viel, aber wir haben eh noch ein bisschen Zeit, meiner Meinung nach. So. Ach, Park Value ist das. Ach so, ja, das macht natürlich Sinn. Ja, CT, Park. So, was geht's da? Ah, genau, eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, das ist der Gesamtwert aller Attraktionen, Stände, Dekoration im Park. Sozusagen der Betrag, wenn ich alle Attraktionen jetzt abreißen würde, dann würde ich diesen Betrag bekommen. Das ist sozusagen der Verkehrswert des Parkes. Ist natürlich klar, wenn ich neue Attraktionen baue, steigt der, reiße ich welche ab, dann sinken die und natürlich sinkt der Verkehrswert auch, weil die Attraktionen ja auch älter werden und damit an Wert verlieren. Das heißt, man muss hier immer was Neues bauen. Ihr seht, das geht schon ein bisschen abwärts. Aber nur um das jetzt mal an dieser Stelle aufzuklären. Im Oktober ist es immer noch 21 Grad warm. Und jetzt können wir einen Freefall-Turm bauen. Haben wir immer noch Platz? Ich überlege gerade, ob ich den hier oben drauf stellt, irgendwo in so eine Kante. Ah ne, da wollte ich ja irgendwo nochmal Platz lassen für so eine Dropbahn. Und die Achterbahn doch hier oben hin. Wo kann ich denn das jetzt gut mal anbinden? Hier drauf? Ne, dann guckt das dazu drüber. Oder hier so dazwischen. Das wäre cool. Könnte ich dann dort Pfeif geben, wenn die hier hochfahren und die anderen hochgeschossen werden. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Oh, ich glaube Höhe 42, das kann ein bisschen extrem werden, aber ich bleib da treu der Höhenangabe, auch wenn das ein bisschen extrem wirkt. Und dann, weil das Ding freier Fall heißt, wird das auch ein reiner Freefall Tower natürlich. Testfahrt, nicht, dass es jetzt zu extrem wird. Könnte natürlich jetzt auch vorkommen. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Das senken wir mal hier ab. Könnte man eigentlich hier auch noch mal an den Fußweg im Weg. Achso, das geht dann nicht. Das verstehe auch, wer will, ne? So, da muss ich es erst abreißen. Dann muss ich den ganzen Weg hier abreißen. Gut, ist das halt so. Es kann ja sein, dass in den Minen schon vorgegebene Wege sind, die hier noch so ein bisschen rausgestemmt worden sind, als die Mine noch in Betrieb war. Das könnte man hier auch noch machen. So. Das muss man natürlich auch mal eröffnen, den Freefall-Turm. Boah, das Ding ist einfach 42. Der Drop. Bob Achterbahn, ah, das ist wieder das, was ich überhaupt nicht gut bauen kann. Schon allein, wenn man darauf achten muss, dass die Bahn nicht crasht. So, jetzt muss eigentlich der Parkwert um den Wert des Freefall Towers gestiegen sein. Na genau, 12.800. Ob das jetzt der Betrag ist, das weiß ich nicht. Wir machen ein bisschen Gewinn. Na komm, da kommen schon viele Leute an. Beim Freefall, das ist natürlich schön. Da liegt ein bisschen erbrochenes Rom, habe ich hier gerade irgendwo gesehen. Dort. Einmal wegräumen, bitte.
Gut, für eine Bobbahn ist auch irgendwie mir hier, finde ich, der Platz zu knapp. Da könnte man die irgendwo an den Rand klitschen, dass man die bloß einmal hier ein bisschen mit in Helixe, war das so, heißt das so, Mehrzahl Helix, ein bisschen hier runter droppt und dann einfach mit dem Lüftel nach oben. Am Ende. Na, wisst ihr was? Komm. Hier ist natürlich das ganze Gelände abgesperrt. Damit hier keiner reinfällt. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich hätte dann nämlich gern, dass die Bahn hier durch diesen Tunnel. Blöde ist halt jetzt, dass ich jetzt hier nicht rumkomme. Das heißt, ich muss es erstmal hier reinbauen. Wir können jetzt erstmal so langsam rumgleiten. Achso, das geht auch nicht. Dann müssen wir es so machen. Achso, weite Helixkurven gehen jetzt ja nicht. Ach, das ist ja blöd. Das geht auch nicht. Schade, dass man das nicht so teilweise bauen kann. Müssen wir es halt so machen, ja. So, dann geht die Bahn wieder ein bisschen hoch. Ich hoffe mal, dass das mit einer Geschwindigkeit nicht zu einem Crash führt von 11 auf 9. Ist mir, glaube ich, zu knapp. Auf 8 könnte vielleicht reichen. Großes Helix passt hier natürlich wieder nicht. Wie gesagt, ich finde das schade, dass man hier nicht durchbauen kann. So, dann kommt die Bahn hier durch. Hier würde jetzt ein großer reinpassen, aber es ist dann wieder zu klobig. Ein kleines Helix ist in Ordnung. Du musst dort hinten wieder irgendwo reinkommen. Na gut, ich könnte die Bahn auch einfach jetzt hier unten versenken, dass die einfach jetzt hier runter macht. Mhm.